jetzt hier angekommen in San Francisco um 8 Uhr ist es jetzt. Also wir sind um 6.15 Uhr oder sowas gelandet. Jetzt haben wir gerade hier unser Gepäck abgeholt, sind hier gemütlich hingeschlendert zum Mietwagen abholen. Das hat auch alles soweit geklappt. Wir haben jetzt diesen General Motor Auto, das Modell. Ich muss mal gucken, was genau das für ein Modell ist. Ein Terrain, GMC Terrain SLT. Hier gibt es natürlich auch noch andere klassische amerikanische Autos. Drüben auch größeren Ford. Oder halt auch hier nochmal etwas größeres. Aber nichtsdestotrotz, das ist so circa die Größe von unserem Auto zu Hause. Und von daher, hier passt auch alles wunderbar rein. Wir haben zwei Kindersitze, die Kinder sitzen drin. Es ist noch alles ein bisschen früh und wir müssen jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum Check-in überbrücken. Aber wir haben gedacht, wir fahren jetzt gleich erstmal frühstücken und von daher machen wir uns jetzt auf den Weg. Der Mietwagen sieht soweit alles okay aus, ein paar Kratzer von außen. Ansonsten ist es aber auch ein recht modernes Auto und ich glaube, für die Zeit, die wir hier sind und unseren Roadtrip machen, ist es genau das Richtige. Genau, ob es das wirklich ist, sehen wir natürlich erst in den nächsten Tagen und von daher würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg und ich lasse die Kinder und die Frauen nicht so lange warten. Bis später! Aus San Francisco. Genau, wir sind super gut angekommen hier. Flug hat alles so entspannt geklappt, die Kinder haben gut geschlafen. Ich habe nicht so viel Schlaf abgekriegt, irgendwie war es unbequem und ja, keine Ahnung, ziemlich kalt auch im Flieger. Genau, sind dann gut angekommen. Da habe ich schon gesehen, dass ein bisschen nebelig draußen ist. Als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, war direkt da unser Buggy. Das war super praktisch, da konnten wir den Großen dann noch reinlegen. Der hat einfach weiter gepennt erstmal. Und die Kleine hat irgendwie alle unterhalten und dann ging es direkt weiter zur Gepäckabholung. Da kam auch kein Check oder nichts mehr dazwischen, das war echt eigentlich ganz entspannt und das Gepäck kam direkt raus. Und dann sind wir damit dann weiter bis zur Rental Car Station. Da muss man hier einmal mit dem AirTrain fahren. Das ist ja kostenlos und genau, da war dann irgendwie auch alles gut, auch dann mit dem Mietwagen abholen, alles geklappt. Und dann sind wir erstmal los, um frühstücken zu gehen. Wir hatten uns ein Pancake-Haus rausgesucht und ja, war gut besucht, ziemlich voll. Jetzt, als wir dann gegangen sind, war fast mit einer Stunde Wartezeit zu rechnen. Also waren wir echt noch gut in der Zeit da.
War auch ziemlich lecker und sehr großzügige Portionen. Also wir werden auf jeden Fall bei den sozialen Medien und im Blog das noch erwähnen. Also es war auf jeden Fall gut, aber so richtig, sag ich mal, gut bürgerlich amerikanisch. Genau, und sind dann erstmal weiter. Wir hatten ein bisschen was uns überlegt für den heutigen Tag. Unter anderem zur Golden Gate Bridge zu fahren, die man hier im Hintergrund bestimmt sehen kann. Genau, wir waren auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir es wirklich machen sollen, weil es super nebelig war. Und dann haben wir gesagt, ah nee, aber wir haben so viel Zeit noch, bis wir zur Unterkunft können und müssen quasi, dass das eigentlich total Quatsch wäre, das jetzt nicht einfach dann trotzdem zu machen. Es wird schon irgendwie gut werden. Und zum Glück haben wir uns dafür entschieden, weil es ist echt jetzt total aufgeklärt, richtig, richtig schön. Man sieht vielleicht noch ein bisschen hinten, da bei der Stadt, der Nebel, aber ansonsten ist es echt richtig herrlich. Es ist auch eigentlich relativ angenehm. Manchmal so ein bisschen kühler Wind, aber das ist alles noch gut. Genau, die Kids schlafen leider. Die sind noch total fertig, noch total müde. Eigentlich wollten wir gerne mit denen hier ein Foto machen, aber wir haben gesagt, jetzt extra dafür, die zu wecken oder mit schlafenden Kindern hier ein Foto zu machen, ist irgendwie auch Quatsch. Deswegen haben wir jetzt noch von uns einfach ein Foto gemacht und von der Brücke und der Aussicht hier. Und dann geht es jetzt gleich weiter. Genau, wollen noch zu einem Outlet-Center, wo wir damals schon mal waren. Und ich glaube, dann steht auch eigentlich gar nicht mehr so viel an, außer dann quasi Richtung Unterkunft zu fahren, die ja gar nicht hier direkt in San Francisco ist. Genau, geht dann schon quasi mit unserem Roadtrip ja los in die Richtung, wo wir wollen. Wir sind auch zufrieden mit unserem Auto, großgeräumig. Kofferraum passt gerade so, unser ganzes Zeug rein. Genau, aber sonst gut viel Platz. Und ja, wir freuen uns jetzt auf den Roadtrip hier auf dem Festland. Wieder ganz anders, irgendwie alles vom Feeling. Wir freuen uns aber auf das, was kommt und nehmen euch natürlich mit. We'll be right back.
So, wir sind jetzt bei unserer ersten Unterkunft angekommen. Nach der Landung San Francisco haben wir ja noch unser nettes Frühstück gehabt. Vivi hat ja auch ein bisschen was erzählt mit coolem Hintergrund, oder nicht? Und jetzt sind wir noch zum Mount Diablo gefahren. Wir waren noch in einem Outlet Center, in einem San Francisco Premium Outlet, aber haben einfach nur ein bisschen Zeit verplempert sozusagen. Haben auch nichts gefunden für uns, nichts groß geguckt. Wir hatten dann noch Problem mit dem Mietwagen, mehr oder weniger Problem. Der hatte dann auf dem Weg dorthin angezeigt, dass der Ölstand oder die Öllebensqualität, Oil Life Quality stand da, nur noch 6% besteht, 5% waren es dann nur noch. Und man doch bitte demnächst mal einen Ölwechsel machen sollte. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd für so einen Mietwagen, den wir jetzt ja geplant ein bisschen länger noch haben. Und wir quasi schon alles drin hatten und den jetzt nicht noch wieder abgeben wollten. So habe ich dich kurz angerufen vom Budget, wo wir den Mietwagen her haben. Und die meinten dann, ich sollte da 5 Minuten nur weiter, da ist wohl eine Station dahinfahren, die hätten noch lauter Midsize-SUV dort stehen. Dann war ich da hingefahren, während die anderen in dem Outlet waren und siehe da, die hatten gar keine Autos. Also das war irgendwie für die Katz. Die Mitarbeiterin dort vor Ort hat das aber nochmal geprüft und sagte, die Anzeige kann man halt zurücksetzen, hat sie dann auch zurückgesetzt und sagte von wegen, das ist erst in so und so vielen Kilometern halt fällig, das ist schon mal ein Hinweis, das Auto ist aber alles in Ordnung, kein Problem, fahren Sie damit einfach weiter. Wenn Sie wollen, können Sie gerne den Ölwechsel selber machen, hinterher die Quittung einreichen oder aber den nächsten Flughafen hinfahren und das Ganze nochmal schildern. Okay, wir haben es jetzt dabei belassen. Sie hat die Meldung quittiert und wieder zurückgesetzt auf 100%. Das ist also ein bisschen Quatsch. Und wir haben es aber vorab fotografiert. Das heißt, wir sind da auf der sicheren Seite. Und wir haben es gemeldet, auch wenn sie es irgendwie nirgendwo hinterlegt hat. Naja, genau. Also sind wir mit unserem Wagen weiter. Den wollte ich euch jetzt nochmal gerade zeigen. Wir sind hier bei der ersten Unterkunft. Wir sind dann Mount Diablo noch hingefahren. Und von dort aus nach Antioch. Und haben jetzt hier eine Airbnb-Unterkunft nur für die Nacht. Wir werden wahrscheinlich auch bald ins Bett fallen. Das waren 4 Stunden 50 Flug. 22:30 abgeflogen von Honolulu bis San Francisco. 4 Stunden 50 Minuten, wie gesagt. Der Große hat durchgehend geschlafen. Die Kleine war dann nochmal wieder wach zur Landung hin. Vivi und ich haben irgendwie nicht so wirklich schlafen können. Die Sitze waren teilweise unbequem. Und immer jedes Mal, wenn ich kurz beim Einschlafen war, bin ich zusammengezuckt, weil irgendwas war, weiß ich nicht. Und wieder aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Das heißt, wir waren erst ein bisschen träge, was das anging. Das Frühstück war schon mal sehr gut heute Morgen. Und dann auch die geile Aussicht auf den Golden Gate Bridge. Und von daher ist unser Tag wahrscheinlich auch bald zu Ende. Und ich wollte euch jetzt einfach mal noch mal kurz unseren Mietwagen zeigen. Also wir haben hier so ein GMC. General Motors, ein Terrain ist es, glaube ich. Terrain, SLT. Genau, entspricht einem gehobenen Midsize-SUV. Ist so circa wie der Ford Edge auch, wie wir den auch zu Hause haben. Der hat hier hinten halt auf jeden Fall genügend Stauraum. Wobei, was heißt genügend? Also unsere beiden großen Taschen, die Tasche von den Kindern oben drauf und dann Buggy an der Seite. Das Ding ist hinten voll. Passt natürlich noch ein paar Sachen an die Seite und man könnte es noch voller stapeln, dass man nicht mehr rausgucken kann. Also den Platz haben wir halt noch, das passt soweit. Dann haben wir hier für die Kinder mal was reingehängt, damit die Sonne nicht die ganze Zeit blendet. Denn wir haben hier doch echt gutes Wetter. Auch wenn es, sagte ich ja mal, in einem anderen V-Log aus Hawaii deutlich kälter ist. Es ist auch deutlich kälter im Vergleich, aber es sind mit 22 Grad oder sowas, 25 Grad ja immer noch gute Temperaturen tagsüber. Jetzt kühlt das halt deutlich ab, es wird irgendwas bei 18 Grad sein bis 20 Grad, aber es ist immer noch warm genug und hat ein anderes Klima. Genau, hier haben wir die Kindersitze drin, der Große sitzt hier, die Lütte sitzt dann nebenan, die können, haben hier einen Getränkehalter. Für den Großen ganz praktisch, der kann ja seine Flasche einfach selber reinstellen. Ansonsten ja, sieht man, kommt er hier schon mit seinen Schuhen gegen. Das muss ich nochmal irgendwie anders regeln. Und ja, haben jetzt hier halt so ein Vlies auf dem Boden. Gut, dass die halt da nicht mit dem Fuß drauf kommen. Dann ist das schon mal nicht ganz so schlimm. Ansonsten, genau, ist jetzt hier nicht viel zu sagen, weil wir die ganzen Sachen hier eh nicht weiter umklappen. Und genau. Das Auto an sich hat erst 7200 Meilen jetzt fast gefahren. Das ist an sich also noch nicht viel. GoPro-Halterung hier schon mal dran gemacht. Ein paar Aufnahmen hier auch. Verarbeitung vom Auto ist super.
Es lässt sich auch super fahren. Allradantrieb auch. Hinderniserkennung für die Autobahn und Tempomaten, alles drin. Hier auch Platz genug. Nein, die Flagge gab es nicht mehr dazu. Die haben wir gerade im Supermarkt geschenkt bekommen. Die ist dicker. Hier USB-Anschlüsse. Apple CarPlay funktioniert hier auch drahtlos, da man sich mit dem WLAN mit dem Auto verbindet und dann kein Kabel mehr braucht. Wir haben trotzdem genügend Kabelanschlüsse. Getränkehalter, hier ein Fach, da ein Fach, da ein Fach, hier ein Fach. Es gibt hier überall irgendwelche Fächer, um was zu verstauen. Vivi hier noch ein Fach, dann natürlich das Handschuhfach. Also alles halt da, was man ja eigentlich sonst nicht weiter vermisst. Das hier wollte ich nochmal mitnehmen. Das sind unsere Budget-Dokumente. Die stecke ich woanders hin. Genau. Lässt sich also wie gesagt super fahren. Ist halt eine Automatik. Hier hat man sonst auch keinen so weiteren Hebel, sondern hier steuert man alles parken. Rückwärtsgang. Ja. Sitzpolster sind jetzt hell. Ich meine, für uns ist das nicht so schlimm. Bei den Kindern ist das hinten mit den Kindersitzen auch nicht so wild. Und auf jeden Fall ein Auto, was sich aber super fahren lässt. Achso, kann man auch noch zumachen. Und von daher passt das mit der Größe. Genau, so viel dazu. Wir sind jetzt hier angekommen, haben schon zu Abend gegessen und werden jetzt auch nicht mehr viel machen und ein bisschen spielen lassen. Ansonsten sind die auch müde und Zeit fürs Bett. Also von daher, wir hören uns. Bis dann. Guten Morgen. Ja, Tag 2 von unserem Roadtrip kann man so sagen. Der erste volle Tag, obwohl gestern war es ja auch schon. Genau, egal. Genau, wir waren ja hier gut angekommen in unserer Unterkunft hier in Antioch. Die Kinder haben da ein bisschen noch gespielt. Wir haben uns die Zeit noch ein bisschen nach hinten rausgezogen, haben nochmal eine Wäsche angeschmissen, weil unsere Trage das unbedingt nötig hatte, dass sie mal gewaschen wird. Oh, und dann haben wir unsere Klamotten vom Tag direkt mit reingeschmissen. Und genau, hat soweit alles ganz gut geklappt. Die Kinder waren relativ spät im Bett, würde ich sagen. Torben ist direkt bei der Einschlafbegleitung eingepennt. Eigentlich war unser Plan, dass wir noch mal ein bisschen den Tag heute besprechen, aber naja, wir waren natürlich auch müde von dem Flug und dem ganzen Tag. Ich bin dann auch nicht mehr allzu lange wach geblieben und dann auch ins Bett. Genau, noch war soweit gut. Die kleine Maus war irgendwann um 6 schon mal wach und war eine Stunde wach, bis ich sie dann echt zum Glück noch mal geschlafen legen kriegen konnte. Und ja, genau, ich glaube dann so gegen 9 oder so waren wir dann mal langsam alle wach. Haben also echt lang geschlafen, hatten wohl das alle ein bisschen nötig. Und genau, jetzt gemütliche Frühstück noch gespielt, die Sachen noch in den Trockner geworfen und aufgeräumt, Sachen gepackt. Wir haben jetzt quasi unser Auto ein bisschen systematischer eingepackt, dass wir alles quasi so Roadtrip-mäßig da haben, wo es hingehört. Und genau, unsere Kühltasche ist hier wieder am Start mit den Essenssachen, dass man da auch sowas mal griffbereit hat. Und ja, jetzt geht's los. Es ist kurz nach 11. Wir hatten hier um 11 Checkout. Und genau, sind gespannt, was uns heute alles so erwartet. Wir haben eine Route und gucken einfach dann, was sich so auf dem Weg ergibt, wo wir einen Stopp einlegen, wo es was gibt, was wir uns gerne angucken wollen. Ich glaube aber allerdings, dass bei den ganzen Nationalparks hier oft einfach vieles ist, wo man sagt, so spontan, da hält man an und nicht nur so einen bestimmten Lookout. Und genau, weil ja vieles dann einfach im Fahren durch auch einfach mal schön ist. Genau, wir sind auf jeden Fall gespannt und ja, jetzt geht's erstmal los. Oh,
Moin! So, wir sind jetzt hier im Eldorado Nationalpark. Wir haben jetzt unsere Unterkunft hier verlassen, hatte Vivi ja auch schon berichtet, und sind jetzt auf dem Weg nach Reno. Und dabei haben wir schon aus der Ferne, wo wir ja noch quasi in der Sonne waren und das richtig warm waren, hier ist ja auch Sonne, so ist nicht, schon die Schneeberge gesehen. Und da sind wir nun. Jetzt fahren wir hier einmal durch. Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen frisch, aber man kann ja noch ein T-Shirt stehen. Die anderen gucken sich da hinten gerade noch mal so einen kleinen Wasserfall an. Wir haben hier kurz geparkt, hier ist so ein Aussichtspunkt. Und natürlich wollte ich mir bei dem Bildmaterial, könnte ich fast sagen, da ist sogar noch ein See, würde ich vermuten, mal die Drohne fliegen lassen. Und von daher starte ich die jetzt auch mal. Danach fahren wir weiter, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Dann fahren wir noch zum Lake Tahoe, glaube ich, wird es ausgesprochen. Und dann ist es noch eine Stunde bis nach Reno hin. Jo, so viel dazu. Ansonsten ist hier nicht so viel mit Stops, es ist eher mehr viel Fahren und Aussicht genießen. Kinder machen das bisher gut mit. Und wir schauen dann mal, was wir noch so sehen werden. Bis später. We'll be right back.
So, jetzt sind wir hier in Reno. Man sieht da ganz hinten, ich zoome bestimmt gerade mal ran, noch die Schneeberge. Das war ja für uns dann doch noch mal irgendwie eine Überraschung heute, als wir hierher gefahren sind. Wir haben ja Antioch heute Morgen verlassen, auch erst tatsächlich um 11, wie wir hatten ja kurz berichtet. Und sind dann halt so unsere selbst ausgewählte Route gefahren, mit einem festen Lookout quasi auf dem Weg. Aber wie sich herausgestellt hat, gab es einfach so viele Möglichkeiten anzuhalten und Videos und Fotos zu machen und auch mit der Drohne zu fliegen. Das war einfach genial und das haben wir auch dann gemacht. Wir sind dafür nicht zu einem anderen Stop, zu einem Café gekommen, wo wir vielleicht noch eine Pause machen wollten. Hatten ja aber auch andere, mehreres andere Stops dann halt zwischendurch und das war dann dafür auch ausreichend. Man konnte sich ein bisschen bewegen. Wir haben auch auf dem Weg dann quasi zur Unterkunft schon was gegessen. Jetzt sind wir hier. Es ist 19:30, fast 20 Uhr. Und der Tag ist quasi auch vorbei. Auch hier sieht man noch ein bisschen Schneeberge im Hintergrund. Wir haben quasi dann von 11 bis jetzt waren wir durchgehend unterwegs. Und war auf jeden Fall echt cool. Ja, schon mal der erste große Roadtrip-Tag quasi. Nach unserer Ankunft hat sich vollends gelohnt. Es gab mega viel zu sehen und wir sind gespannt, was morgen kommt. Wir bleiben jetzt hier zwei Nächte in der Unterkunft. Morgen wollten wir uns ein bisschen um Reno quasi umgucken und schauen, was wir hier so erleben werden. Und genau, gucken dann heute Abend vielleicht auch mal gemeinsam, vielleicht schlafe ich ja nicht ein, eine Route raus und ein paar Ziele. Genau, jetzt ist langsam gleich Bettgezeit, die Kinder können ein bisschen spielen. Wir richten uns hier grob ein und dann ist auch nicht mehr viel, was die anderen Aktivitäten angeht. So viel dazu. Ich würde sagen, ich verabschiede mich, weil ich weiß gerade nicht, was sonst noch mehr passiert ist. Das meiste habt ihr ja schon gesehen. Und von daher sage ich Tschüss, bis morgen.